Ich bin Helge Fabian Herz und ich bin Herausgeber des Pastorenverzeichnisses Schleswig-Holstein und bin auch Mitglied im Vorstand des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte, der eben seit über 125 Jahren jetzt schon schleswig-holsteinische Kirchengeschichte erforscht und vermittelt. Das Pastorenverzeichnis ist ein digitales Recherche- und Forschungstool, wo man sich eben selbstbestimmt mit allen 729 Pastoren der NS-Zeit aus Schleswig-Holstein auseinandersetzen kann. Und man findet eben zu diesen Pastoren biografische Daten natürlich erst einmal, aber dann auch NS-relevante Informationen. Man kann das Ganze weiter filtern nach Kirchen, Gemeinden und Regionen und hat so eben wirklich die Möglichkeit, je nach Forschungsinteresse selbst das Pastorenverzeichnis zu nutzen und eben selbst Historikerin oder Historiker damit zu sein. Das war ein sehr langer Weg, also dahinter steht eben eine Dissertation auch, eine sehr umfangreiche Dissertation. Und ich wollte dann auf jeden Fall noch ein niedrigschwelligeres Angebot eben auch bereitstellen, das auch eben digital sein sollte, nachnutzbar für jedermann. Und das ist dann eben das Pastorenverzeichnis Schleswig-Holstein. Ich merke eben jetzt auch mit dem Pastorenverzeichnis, dass eben auch in einigen Gemeinden jetzt erst tatsächlich die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit beginnt. In anderen ist das schon geschehen, aber eben längst nicht in allen. Einer der großen Vorteile ist, dass das Pastorenverzeichnis eben wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie man große Forschungsdatensätze kostenfrei zur Verfügung stellen kann. Also es ist wirklich eben ein Beispiel für Open Data im Kulturbereich und zeigt eben, wie man mit sehr viel Herzblut, aber eben einem relativ geringen finanziellen Aufwand sowas eben auch realisieren kann.